Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Margit Traxl, ich bin die Pressesprecherin des Gesundheitsministers und begrüße alle ganz herzlich aus dem Bundeskanzleramt heute. Das Thema der heutigen Pressekonferenz ist die Präsentation eines ganz besonderen neuen Beraterstabs im Gesundheitsministerium. Dieser Beraterstab aus Expertinnen, 7 an der Zahl, wird sich mit den psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen. Schwerpunktmäßig, es gab heute dazu das erste Treffen, physische Treffen im Gesundheitsministerium. Ja, was soll ich sagen, ich war eine Stunde dabei, das sind schon Themen, die auch mich berühren, weil wenn man da den Expertinnen zuhört, wird eines klar, wir alle, die wir hier im Raum sind, die zu Hause sitzen, wir alle leiden unter dieser Pandemie seit einem Jahr und leiden an ihr und es ist der richtige Zeitpunkt, das Thema anzugehen und auch mit dementsprechenden Exit-Strategien, Maßnahmen gegen dieses Leiden anzugehen. Ich darf den Gesundheitsminister ganz herzlich um den Anfang bitten. Bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen Vormittag. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht zu Beginn zur Einleitung, wo stehen wir, was ist die aktuelle Infektionssituation in Österreich? Wir haben in den letzten 24 Stunden eingemeldet 2093 Neuinfektionen in Österreich. Wir sind damit auf einem hohen Niveau. Wir haben ja in den letzten Tagen bereits schrittweise Erhöhungen registrieren müssen. Heute wieder etwas geringer im Vergleich zu den Vortagen, aber dennoch über 2000. Das ist eine besorgniserregende Situation, muss man ganz offen und direkt und ehrlich sagen. Dem stehen gegenüber 1471 neue Genesene. Was heißt das in aktiven Fällen? Sie kennen ja all die Entwicklungen. Wir sind wieder in einem erhöhten Bereich, nämlich bei etwas über 19.000 aktiven Fällen, 19.088. Und die andere Seite der Medaille, eine ganz großartige Nachricht, wir bleiben auf einem extrem hohen Niveau, was die Zahl der Testungen betrifft. Österreicherinnen und Österreicher, alle Bewohnerinnen dieses schönen Landes machen mit in einer großen Breite und haben die Testungen auch als eine Möglichkeit erfahren, etwas ganz konkret persönlich auch zu tun und einen Beitrag zu leisten. Wir waren in den letzten 24 Stunden bei 223.000 Testungen. Das ist schon ziemlich fantastisch und eine Zahl, die neben der Slowakei einmalig in Europa ist. In Summe sind es bereits fast 15 Millionen Testungen, die in Österreich durchgeführt wurden, mit einem ganz stark steigenden Trend in allen Bereichen. Das zieht sich quer durch Österreich. Ich habe das ja nicht verheimlicht, dass wir durch die Tatsache, dass wir ein stärkeres Aufkommen von Mutationen haben, von zwei konkreten Varianten haben, dass wir damit und dadurch ab der Dominanz dieser Mutationen in den betroffenen Regionen auch mit steigenden Neuinfektionszahlen zu rechnen haben. Warum? Es ist ganz einfach erklärt. Mutationen, die sich durchsetzen und die gleichzeitig eine 30 bis 40 höhere Infektionswahrscheinlichkeit haben, ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Diese Mutationen erhöhen natürlich dann, wenn sie dominant sind, den Druck auf das Infektionsgeschehen, stimulieren dieses, ist ja völlig nachvollziehbar, der Reproduktionsfaktor steigt damit deutlich an. Wir sind jetzt bei 1,10 beim Reproduktionsfaktor und überall dann, immer dann, wenn wir über 1 sind, ist das ein Effekt, der in Richtung Wachstum der Infektionszahlen sich niederschlägt. Das war zu erwarten. Wir halten demgegenüber eine 5-Punkte-Strategie. Ich wiederhole es noch einmal ganz kurz. Wir kontrollieren die Mutationen sehr intensiv in Österreich. Einziges Land in Europa, das derzeit alle positiven Testergebnisse, PCR-Testergebnisse auf Mutationswahrscheinlichkeit analysiert. Das heißt, wir wissen sehr, sehr genau, wie die Ausbreitung aussieht, wo sind wir derzeit im Schnitt in Österreich bereits bei rund 50%, etwas über 50%. Das heißt, die Mutationen, dass sie stärker sind, scheinen sich sehr schnell durchzusetzen und damit auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Zweiter Punkt, die FFP2-Masken, die wir verwenden, die einen besseren Schutz gegen dieses erhöhte Ansteckungsrisiko bieten. Wir erhöhen den Mindestabstand, um uns in einem zweiten Bereich zu schützen. Dritter großer Punkt,
dieser Strategie ist unsere Verstärkung beim Contact Tracing, das sehr offensiv, sehr schnell, sehr professionell jetzt seitens der Bundesländer gemacht wird. Das ist ein guter, ein sehr, sehr wichtiger Schritt in dieser Situation. Der vierte Punkt ist das, was ich bereits genannt habe, diese enorme Zunahme von Testungen. Wir holen damit Menschen, die keine Symptome oder keine starken Symptome haben und die sich deswegen nicht melden, weil sie nur leichte Symptome haben, aus diesem Infektionsgeschehen heraus. Das ist für sie wichtig, das ist für die Gesellschaft wichtig und wir unterbrechen damit diesen Infektionszyklus. Und das fünfte sind natürlich die Testungen, die sich jetzt in einem zentralen Bereich, wo wir so gut wie durch sind, bereits enorm positiv bereits auswirken. Das sind die Alten- und Pflegeheime. Wir sind unmittelbar vor der Finalisierung der Durchimpfung bei den Bewohnerinnen und bei den Mitarbeiterinnen. Und da zeigen sich extrem gute Folgewirkungen seitens der Impfung. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr positive Hoffnungsbotschaft, weil es nicht mehr nur mit Studien belegt ist, sondern mit der Realität unseres Lebens belegt ist, dass wir dadurch deutlich weniger Erkrankungsfälle, vor allem schwere Erkrankungsfälle und Todesfälle haben. Das vielleicht zur allgemeinen Situation. Durch diesen Zuwachs an Mutationen, durch diese steigenden Zahlen haben wir gewusst, dass die Phase bis Ostern noch einmal eine sehr schwierige Phase werden wird. Da müssen wir durch, gemeinsam. Das werden wir als Gesellschaft gemeinsam schaffen. Und dann sollte es durch eine deutlich höhere Impfquote, dann sollte es durch eine saisonale Verbesserung, es wird wärmer, steigen die Temperaturen, wir brauchen nicht mehr nur herinnen bleiben. Und damit sollte sich die Situation schrittweise verbessern. Ein Jahr danach, vor gut einem Jahr, 25. Februar, hatten wir die ersten zwei Infektionsfälle und damals war dann klar, was zu befürchten war. Auch in Österreich ist die Pandemie angekommen. Wäre ein Wunder gewesen, wenn es um Österreich einen Bogen gemacht hätte. Die Wochen davor sehr stark schon Italien, vor allem Norditalien betroffen und damals der Staat. Heute wissen wir, nach so vielen Monaten, nach 12 Monaten merken wir, eine Art von Müdigkeit in unserer Gesellschaft. Wir merken, dass Teile erschöpft sind und dass sich diese Erschöpfung auch in Richtung psychosozialer Belastungen auswirkt. In unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Intensität. Wir wissen, dass diese Belastungen, dass diese psychosozialen Folgen auch noch zunehmen könnten und die Experten werden dann darauf zu sprechen kommen und deswegen wollen wir diesen Bereich psychosozialer Folgen der Pandemie auch noch viel stärker als bisher in den Fokus, in den Mittelpunkt rücken. Wir haben das ja schon bisher gemacht. Schon bisher hat das Gesundheitsministerium gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit betroffenen Organisationen, mit Fachexpertinnen, mit den Bundesländern versucht, sehr intensiv Angebote zu legen, um hier gegenzusteuern und um Unterstützung für den Einzelnen und die Einzelne anzubieten. Wir haben auch in unserem bisherigen Beraterstab, im großen virologischen Berater, Fachexperten aus diesem Bereich integriert gehabt. Und jetzt wollen wir aber einen Schritt weitergehen und aus diesem Thema ein wirkliches Schwerpunktthema machen, weil es notwendig ist, weil es zentral in den Mittelpunkt gehört. Und damit haben wir heute früh gestartet mit der Gründung dieses Beraterstabs, der dritte Beraterstab, über den ich mich freuen kann und der meine Arbeit unterstützt und bereichert. Sie wissen, ganz am Beginn haben wir diesen virologischen Beraterstab gestartet, der sich alle 2 Wochen trifft, der eine sehr, sehr gute, tolle Arbeit gemacht hat, 17 Fachexpertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben dann später im Sommer 2020 einen zweiten Beraterstab, nämlich für rechtliche Fragen, gestartet. 12 Top-Juristinnen und Juristen Österreichs hier vertreten, extrem wertvoll, was die rechtliche Arbeit betrifft. Und heute eben der Start, heute in der Früh, des Beraterstabs für psychosoziale Auswirkungen der Pandemie. Und in diesem Beraterstab sind derzeit 5 Fachexperten und Fachexpertinnen vertreten. Ich gehe es ganz kurz durch, damit Sie sich ein Bild machen können, wer das denn ist. Es ist einerseits mit vertreten die Frau Universitätsprofessorin Dr. Barbara Schober. Sie ist Bildungspsychologin und Dekanin der Fakultät für Psychologie
von der Universität Wien. Wir haben zweitens den Primar Dr. Georg Psotter. Er ist Chefarzt, leitet die psychosozialen Dienste in Wien. Drittens Universitätsprofessor Dr. Paul Plehner, Kinder- und Jugendpsychiater von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wien. Wir haben viertens den Magister Gernot Koren. Er ist von Promente Oberösterreich. Wir haben fünftens die Frau Doktorin Eva Höltl. Sie ist Arbeitsmedizinerin und leitet ein Gesundheitszentrum, beschäftigt sich stark mit dem Präventionsbereich. Und wir haben diese beiden Persönlichkeiten im Beraterstab, nämlich die Frau Universitätsprofessorin Doktorin Barbara Juhn. Sie ist Notfallpsychologin und Krisenexpertin, also doppelt klassifiziert sozusagen für diese Situation, vom Institut für Psychologie der Universität Innsbruck. Tirolerinnen, immer wieder bei uns zu Gast mit großer Kompetenz, und als Vorsitzender dieses Beraterstabs freue ich mich sehr, Universitätsprofessor Dr. Michael Musalek bei uns begrüßen zu dürfen. Er war schon letzte Woche kurz bei uns und wird den Vorsitz innehaben. Zwei Sätze noch kurz. Wir wollen uns am Beginn sehr stark mit der Frage der Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Auch da wird es präziser werden dann im Anschluss. Wir wollen aber das Know-how, das hier vertreten ist, auch nützen für die Vorbereitung des nächsten Lockerungsschrittes im Bereich der Alten- und Pflegeheime. Denn wir haben jetzt einen ersten Schritt verwirklicht, der ab dem Wochenende, ab Sonntag rechtskräftig ist, mit dieser Erweiterung der Besuchsmöglichkeiten, die es gibt, vor allem nicht nur zwei Besuche, sondern zwei Besucher auch pro Besuch. Das ist insofern wichtig, weil damit endlich wieder die Möglichkeit da ist, dass Großeltern ihre Enkel wiedersehen und von daher wieder die Lebenssituation eine bessere vor Ort werden kann. Wir hatten ja in den Alten- und Pflegeheimen eine großartige Entwicklung. Wir waren bei einer sehr hohen Infektionszahl im November, Dezember, im November Höhepunkt, Ende November über 4.300 aktive Infektionsfälle. Jetzt sind wir bei 240, also sensationeller Trend, auch mit der Impfung, ich habe schon gesagt, in Verbindung zu sehen. Aber wir bereiten jetzt bereits vor, wie kann ein nächster Lockerungsschritt im Bereich der Alten- und Pflegeheime auf Basis der dann erfolgten Durchimpfung aussehen. Ein zweiter Punkt. Und uns geht es ganz stark, das haben wir heute in der Früh gemerkt, auch darum, dass es um die Stimmung auch geht in diesem Land, dass es darum geht, auch zu vermitteln, dass es Hoffnung gibt, dass es Perspektive gibt in Österreich, dass wir, wenn wir diese vier Wochen jetzt gut hinter uns bringen bis Ostern, dass es dann tatsächlich leichter werden kann und dass es um diese Teamstimmung auch geht. Eine Krise wie die Pandemie ist keine Krise, die irgendwer für sich alleine lösen kann, sondern die schaffen wir als Gesellschaft, die schaffen wir gemeinsam, die schaffen wir durch Zusammenhalt, durch Solidarität, durch Verantwortung füreinander. Und dann geht es uns auch bei diversen psychosozialen Krisen besser in dieser Situation, wenn dieser Zusammenhalt da ist, wenn wir ihn leben. Unser Gegner in dieser Gesellschaft, in dieser Situation ist das Virus. Und darauf konzentrieren wir uns gemeinsam als Gesellschaft, damit wir da gut durchkommen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch, weil ich Sie vorher vergessen habe, unsäglicherweise von mir bei der Eva Böhm. Danke für die Übersetzung in Gebärdensprache. Und jetzt möchte ich zur Frau Professor Barbara Juhn kommen. Vielen ist sie bekannt, weil sie ganz oft schon in den Medien auch war und seit Jahren verfolge ich ihre tolle Arbeit ganz aufmerksam. Immer waren es Katastrophen im Ausland, soweit ich mich erinnere, oder ganz oft auch, ja, über die sie berichtet hat und wie die Bevölkerung vor Ort damit umgeht. Ja. Und jetzt haben wir im Vorfeld telefoniert zur Pressekonferenz und das fand ich ganz spannend, weil sie dann sofort gesagt hat, ja, aber das ist jetzt auch eine große Katastrophe, die uns betrifft. Und das vergessen wir natürlich ganz oft im kleinen Österreich, dass wir von einer ganz großen Katastrophe reden und somit auch Betroffene sind. Bitte, Barbara Juhn. Ich möchte gerne ein paar Worte aus der Perspektive der Katastrophenforschung und des Katastrophenmanagements sagen.
Wenn wir uns die Katastrophenforschung so anschauen, dann sieht man in der Katastrophenforschung immer, dass Katastrophen von den Reaktionen der Bevölkerung her in Phasen verlaufen. Die erste Phase ist meistens so eine Phase, die nennen wir Honeymoon-Phase. Das ist so eine Phase, da empfinden die Betroffenen viel Angst, viel Trauer, viel Schock und gleichzeitig aber ist der Zusammenhalt extrem groß, die Solidarität ist groß, die Hilfsbereitschaft ist wahnsinnig groß am Anfang. Wenn Katastrophen aber länger dauern, dann kommen wir sehr häufig in eine sogenannte Desillusionierungsphase. Das ist eine Phase, wo auf einmal dieser Zusammenhalt zerbröckelt, wo die Leute frustriert werden, wo sie aggressiv werden, wo sie auch die Entscheidungsträger in Frage stellen, wo sie das Gefühl haben, es geht nichts weiter, wo sie auch, wenn man ihnen vorher Dinge versprochen hat, die man dann nicht einhält, ziemlich wütend werden können, dass man das eben nicht tut. Wir sind momentan in der Desillusionierungsphase. Das heißt, in gewisser Weise ist es etwas, was in anderen Katastrophen genauso ist, dass man zuerst in der Angst und dann eher in diesem Gefühl der Frustration landet. Wir machen selber auch Untersuchungen dazu und im Moment schauen wir bei unseren untersuchten Personen, das sind relativ viele verschiedene Personengruppen, da sehen wir, dass während am Anfang, während der ersten Phase noch die Angst dominiert hat und die Sorge, ist es jetzt die Machtlosigkeit. Das heißt, die Leute fühlen sich machtlos und frustriert. Und Machtlosigkeit ist ein bisschen vom Psychologischen her ein bisschen eine gefährliche Emotion, insofern als Machtlosigkeit, wenn sie länger andauert, in Depression oder in Aggression münden kann. Das heißt, zum einen ist es normal. Es ist auch normal, dass wir jetzt in der letzten Phase, wo wir auf einmal die Hoffnung, Impfung vor uns haben, natürlich noch mehr Frustration haben, wenn wir es noch nicht kriegen können. Jetzt haben wir die Impfung, aber wir können es nicht kriegen, müssen darauf warten. Oder ich habe die Impfung und ich kann aber mich nicht so frei bewegen, wie ich will, weil der Rest der Bevölkerung noch geschützt werden muss. Das heißt, ich habe zwar die Hoffnung von mir, aber ich kann noch nicht. Das ist eine ganz schwierige Phase, jetzt unabhängig von dem, was Sie vorhin gesagt haben. Wenn wir uns die Forschung noch weiter anschauen, dann sehen wir in dieser weltweiten Pandemie, dass es weltweit dieselben Gruppen sind, die Probleme haben, die eher ein Risiko haben, psychische Störungen zu entwickeln. Es sind junge Menschen vor allem zwischen 16 und 30 in etwa. Es ist das Gesundheitspersonal. Es sind Frauen zum Beispiel, die auch häufiger in exponierten Berufen leben, die mehr häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Es sind isolierte ältere Menschen. Ja? Und es sind Menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Wichtig dabei ist aber, und das ist ganz wichtig im Katastrophenmanagement, aber auch in der Katastrophenforschung, dass man nicht immer nur auf die psychisch kranken Personen allein schaut. Es ist ganz wichtig, dass man die Versorgung dieser Gruppe gewährleistet, aber man muss immer auf die Gesamtgesellschaft schauen. Wir sprechen da von der sogenannten psychosozialen Interventionspyramide. Das heißt, wir gehen von einer Pyramide aus, schon seit Jahrzehnten im Grunde und weltweit in allen Interventionen, die wir machen. Und der Kopf dieser Pyramide, also ganz am oben in dieser Pyramide, da stehen die Menschen, die psychische Erkrankungen entwickeln. Und da geht es in der Katastrophe und nach der Katastrophe immer darum, dass man für diese Menschen eine gute Versorgung garantiert. Das heißt psychiatrische Versorgung, psychologische Versorgung, psychotherapeutische Versorgung. Dabei darf man aber nicht stehen bleiben. Wenn man dabei stehen bleibt, hat man ein Problem, weil dann immer mehr psychisch kranke Personen dazukommen werden. Das heißt, in der nächsten Ebene dieser Pyramide geht es dann um niederschwellige Angebote, psychosozialer Natur, meistens multiprofessionelle Angebote für diese vulnerablen Gruppen. Das heißt, das kann jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Beratung sein oder eine Telefonberatung für Jugendliche, das kann ein Angebot für ältere Menschen sein und so weiter. Das sind eine Vielzahl an Angeboten, die es ja auch schon gibt. Und die dringend ausgebaut und unterstützt werden müssen. Die nächste Ebene ist dann die Ebene der Gemeinschaftsunterstützung. Wir sprechen davon, dass die Resilienz einer Gesellschaft, Sie haben es eh vorhin angesprochen, die Resilienz einer Gesellschaft zeigt sich auch in den Gemeinschaftsaktivitäten. Österreich, ich mache ganz viel im internationalen Bereich, bin auch im europäischen Bereich, sind wir sehr vernetzt im psychosozialen Bereich und Österreich zeichnet sich durch unglaublich hohe Freiwilligentätigkeit aus. Das heißt, wir haben ein hohes zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich und das zum Beispiel zu nutzen oder Communities zu unterstützen oder alle Formen von sozialen Netzwerken, die dazu dienen, die Leute besser durch die Krise zu bringen, zu unterstützen. Das ist eigentlich ein Grundprinzip. Wir gehen auch im Katastrophenmanagement psychosozial immer davon aus, du musst bestehende Ressourcen stärken, du musst nicht neue Dinge erfinden. In manchen Bereichen mag das sogar notwendig sein. Aber primär geht es darum, bestehende Ressourcen zu stützen. Und wenn wir jetzt auf der untersten Ebene der Pyramide sind, dann haben wir die Gesamtbevölkerung. Und wir müssen auch auf die Gesamtbevölkerung schauen. Das heißt, ich kann nicht nur auf die
kritischen Gruppen schauen. Bei der Gesamtbevölkerung geht es dann eigentlich um 5 Bereiche. Dazu gibt es schon viel Evidenz und wir machen auch schon Interventionen im In- und im Ausland. Ich war in vielen österreichischen Katastrophen schon im Einsatz. Es geht immer darum, in 5 Bereichen zu schauen, dass die Leute gefördert werden, weil diese Bereiche brauche ich, um mich gut zu erholen. Der erste dieser Bereiche heißt Sicherheit. Da geht es um äußere und innere Sicherheit. Bei der äußeren Sicherheit geht es darum, dass die Leute wirtschaftlich abgesichert sind, dass die Leute gesundheitlich abgesichert sind und dass die Leute in dem Gewaltpräventionsbereich gut abgesichert sind, dass sie nicht Gewalt ausgesetzt sind. Momentan haben wir zum Beispiel Sorge, auch wieder weltweit, das Gesundheitspersonal und Personen wie zum Beispiel die Polizei, die jetzt stark an der Front arbeiten, die werden immer mehr Stigmatisierungen und Aggressionen ausgesetzt, zum Beispiel. Es gibt auch andere Gruppen. Dann haben wir den Bereich der inneren Sicherheit. Mit innerer Sicherheit meinen wir eine ehrliche, transparente Information. Das ist ganz wichtig. Wenn Leute jetzt eine gute innere und äußere Sicherheit haben, kommen sie besser durch eine Katastrophe durch, als wenn sie das nicht haben. Der zweite Bereich heißt Verbundenheit. Da geht es darum, dass die Leute Kontakt zu ihren nahen Bezugspersonen haben können, dass sie die Möglichkeit haben, sich ja gegenseitig zu unterstützen und sich nahe zu sein. Und wir sprechen eigentlich in unserem Bereich immer von physischer Distanzierung, aber es wird dauernd von Social Distancing geredet, von sozialer Distanzierung. Das wollen wir eigentlich verhindern, dass zum Beispiel für bestimmte Gruppen, wie bei alten Leuten in Pflegeheimen, oft einmal, dass die physische Distanzierung zu einer sozialen Isolierung führt. Das darf nicht sein. Das heißt, auch in dem Bereich muss man sich Dinge überlegen. Das heißt auch für Kinder und Jugendliche zum Beispiel Peer-Group-Kontakt, dass sie Kontakte haben können zu Gleichaltrigen. Auf der Uni sehen wir es auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Distanzvorlesungen machen, inzwischen machen wir ganz viel interaktiv. Das heißt, wir schauen, dass wir interaktive Prozesse reinbringen, weil sonst gehen uns die Studenten kaputt. Der nächste Bereich heißt Ruhe. Das ist der Bereich, wo man schauen muss, dass die Leute genug Normalität erleben können, dass in der Krise auch Normalität herrschen darf. Dazu können zum Beispiel also Feiertage wie das Weihnachten stattfinden darf und Ostern. Wenn irgend sowas ausfällt, das wäre eine Katastrophe für die Leute. Aber zur Normalität gehört ganz viel anderes. Es gehört aber auch Erholungsmöglichkeiten dazu. Und bei den Erholungsmöglichkeiten, da sieht man zum Beispiel die Debatte, dürfen die Leute im Lockdown rausgehen in die Natur oder sporteln? Das sind wichtige Dinge, dass sie das dürfen, dass sie Sport betreiben können, dass sie rausgehen können. Aber auch Kultur und Kunst sind wesentliche Bereiche. Da gibt es ganz viele Bereiche, die wichtig sind, dass man die in irgendeiner Weise ermöglicht für die Leute, damit sie sich gut erholen können. Und der vorletzte Bereich, fast hätte ich den Normenbereich vergessen, ist nämlich der wichtigste, das ist der Bereich der Selbst- und kollektiven Wirksamkeit. Und das ist der Bereich, wo wir momentan am meisten Probleme haben. Das ist der Bereich, wo Leute sich handlungs- und entscheidungsfähig fühlen müssen, also wo sie die Möglichkeit überhaupt haben können, Handlungen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, wo sie auch das Gefühl haben, das, was sie tun, das hat irgendeine Wirkung. Ja, und da haben wir momentan am meisten Probleme. Wir fühlen uns momentan alle machtlos. Und das, was diese Katastrophe auszeichnet, das ist auch für mich das erste Mal. Ich war auch schon in Pandemie-Einsätzen oder befasst, aber nie in so einer Form, dass man wirklich selber so mit betroffen ist mit der eigenen Familie. Das heißt, es geht darum, dass wir wieder Wirksamkeit erleben können. Wir sagen in der Katastrophenforschung immer, wir müssen vom passiven Opfer zum aktiven Überlebenden werden. Und das müssen wir. Das ist jetzt ein kritischer Zeitpunkt. Ich glaube auch, die Impfungen lassen das vielleicht auch zu, dass wir jetzt langsam übergehen zum aktiven Überlebendenstatus. Und der dritte, und das ist wirklich der letzte Bereich, das ist der fünfte, und dann bin ich auch schon am Ende. Der fünfte Bereich ist der, wo es darum geht, Hoffnung klingt jetzt nach einem großen Wort, aber auf Englisch heißt es Hope, das ist das Element, das man immer versucht durchzusetzen. Da geht es um eine positive Zukunftsorientierung. Da geht es darum, überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, ist das ganz schlimm. Aber es geht auch darum, eine positive Perspektive für die Zukunft zu finden, für alle Bevölkerungsgruppen. Es geht darum, eine positive Perspektive als Einzelne zu finden, als Gruppen, aber als Gesellschaft, als Ganzes. Und eigentlich auch als Menschheit in dem Fall, weil es eine Pandemie ist. Dazu gehört zum einen auch, dass wir in der Lage sind, für uns als Krisenmanager gilt es vor allem, dass wir in der Lage sind, wir nennen es auf Englisch Accountability, dass wir uns hinstellen und überlegen, was haben wir alles falsch gemacht? Was können wir lernen aus dem? Dass wir uns ehrlich da auseinandersetzen mit den positiven Dingen,
die funktioniert haben, und den vielleicht nicht so positiven Dingen, und dass wir schauen, dass wir daraus für die Zukunft lernen, weil wir werden es in der Zukunft sicher dringend brauchen. Und ganz am Ende geht es darum, dass wir alle an so einer Krise wachsen können. Jede Krise ist eine Wachstumschance. Jetzt sind wir zwar in der Desillusionierungsphase und jetzt wollen wir es eigentlich nur gar nicht so hören. Aber was wir kennen aus anderen Katastrophen ist, dass wenn aber mal Monate, Wochen, Monate vergangen sind, wenn es mal eine bessere Lage wird, dann sagen die meisten Katastrophenüberlebenden, das Ganze hat mir zwar viel Verlust bedeutet, das bedeutet extrem viel, ich habe viel verloren. Aber gleichzeitig zu diesem Verlust, nicht um den Verlust zu nivellieren, der bleibt bestehen, die Trauer bleibt bestehen, aber daneben gibt es auch positive Elemente, es gibt auch positive Effekte. Was sie da oft sagen ist zum Beispiel, sie sagen oft, jetzt weiß ich, wer meine wahren Freunde sind. Beziehungen ändern sich. Sie sagen auch, ich bin stärker, als ich gedacht habe. Oder sie sagen, jetzt genieße ich das Leben viel mehr, weil ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Das heißt, ganz, ganz viele positive Elemente kommen immer aus Katastrophen raus. Die Chance haben wir immer, die müssen wir nur nutzen. Und zwar als Einzelne, als Gesellschaft und als Menschheit. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich nehme den Ball gleich auf. Das Wir ist, glaube ich, eine zentrale Geschichte. Und Michael Musalek, danke fürs Dasein. Hat uns da ja auch schon im Vorfeld ganz streng gesagt, wir sind ein Team. Wir müssen als Team, als Mannschaft, wie auch immer, Frauschaft, wie man wir das nennen, auftreten. Was ist da dran an diesem Team? Wie wir schon gehört haben, ist eine Infektionskrise immer mit einer psychosozialen Krise verbunden, ganz untrennbar damit verbunden. Es ist in der Regel etwas später gelagert. Warum? Weil wir Akutbelastungen sehr gut aushalten können, während wir länger dauernde Belastungen sehr schlecht aushalten. Es geht uns im wahrsten Sinn des Wortes die Luft aus, und daher folgt immer diese psychosoziale Krise etwas später nach, und daher braucht es auch jetzt gerade Maßnahmen, um diese Krise abzufangen. Es wurde ja die Covid-Krise sehr oft mit einem Marathonlauf verglichen, und das ist auch gut so, da gibt es auch sehr viele Parallelen. Ich würde aber gerne diese Krise lieber mit einem Handballspiel vergleichen. Einfach aus dem Grund auch, weil ich mit Marathon nicht so viel her habe und selbst Handball gespielt habe und noch immer eine große Liebe dazu habe. Wir befinden uns, für all jene, die Handball nicht so gut kennen, es gibt zweimal 30 Minuten, das ist die Spielzeit, reine Spielzeit, und wir befinden uns jetzt ungefähr in der zweiten Halbzeit, so ungefähr 10 Minuten nach Wiederbeginn. Und das ist die absolut schwierigste Zeit in so einem Handballspiel, denn zum einen ist die Erholungsphase, die wir jetzt im Sommer gehabt haben, die ist vorbei. Wir haben wieder eine massive Anstrengung, es machen sich die ersten Ermüdungserscheinungen breit, wir werden erschöpfter. Wir haben das Ziel vor Augen, aber es ist noch nicht vorhanden. Und das ist wirklich die schwierigste Zeit. Und ich darf Ihnen sagen, genau in diesem Zeitraum, jeder, der sich mit Handball beschäftigt, weiß das, werden diese Partien gewonnen oder verloren. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir diese Partie gegen das Virus gewinnen werden. Warum? Aus einem einfachen Grund. Wir haben bis jetzt noch immer alle Partien gegen Pandemien gewonnen. Wir werden es auch diesmal gewinnen. Was wir nicht wissen, ist, ob es mit der reinen Spielzeit schon zu Ende ist oder ob vielleicht nicht eine Nachspielzeit notwendig sein wird. Und davor fürchten wir uns natürlich einerseits. Auf der anderen Seite, jeder Handballer weiß ganz genau, ein Nachspiel ist wesentlich besser, als die Partie zu verlieren. Und dann können wir eben diese Nachspielzeit auch gut gestalten. Beim Handball gibt es übrigens bei manchen Turnieren sogar zwei Nachspielzeiten. Das hoffen wir nicht, dass wir dorthin kommen werden. Aber es wird schon auf uns zukommen. Und wir brauchen jetzt alle Kraft, um dieses Spiel letztlich, das leider kein Spiel ist, sondern für viele ein ganz blutiger Ernst ist, im wahrsten Sinn des Wortes ein blutiger Ernst ist, zu gewinnen. Nun, es gibt eine Fülle von Gründen, warum wir belastet sind durch diese Krise. Natürlich ist es die Angst vor der Ansteckung, es ist die Angst davor, dass unsere lieben Nächsten davon angesteckt werden. Es ist aber auch natürlich, sind natürlich auch die Maßnahmen, die zu setzen sind, die auch notwendig sind, aber die uns natürlich auch massiv belasten. Und genau mit diesen Nebenwirkungen werden wir uns auch in diesem Beraterstab auseinandersetzen müssen, die einfach auf uns zukommen, wenn wir letztlich diese Partie
gewinnen wollen. Und es sind natürlich auch die wirtschaftlichen Probleme, die ja da und dort schon sich zeigen und die auch schon Gesprächsstoff sind, auch zu Recht Gesprächsstoff sind, das wird auch auf uns zukommen. Und damit bin ich auch schon bei den Hauptproblemfeldern dieser psychosoziale Beraterstab zu bearbeiten haben wird. Das erste Problemfeld sind natürlich die Kinder und die Jugendlichen, die ganz besonders betroffen sind von dieser Krise. Stichwörter wie Homeschooling, Verlust der sozialen Kontakte, auch das nicht mehr möglich machen von sportlichen Aktivitäten außerhalb der Schule oder die massive Einschränkung auf diesem Gebiet. Wobei ich ganz besonders die Jugendlichen hervorheben möchte, denn über die Kinder, da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Soll man die Volksschule öffnen, soll man sie nicht öffnen, wie geht man in Kindergärten damit? Die wir vergessen haben etwas bis jetzt, weil sie sich auch noch nicht so zu Wort gemeldet haben, sind Lehrlinge, sind Studierende. Da hat man gemeint, naja, die werden es schon irgendwie schaffen. Aber die sind ganz massiv betroffen und wir wissen auch von Studien, dass gerade die 15- bis 25-Jährigen hier ganz besonders stark betroffen sind. Das ist also ein großer Problembereich. Ein zweiter großer Problembereich sind natürlich die alten Menschen. Auch dazu haben es viele Aktivitäten gegeben. Hier die Stichworte natürlich die soziale Isolation, das Alleingelassensein und Werden in sehr schwierigen Lebenssituationen bis hin zum Alleingelassenwerden in der Situation des Sterbens, des nahenden Todes. Aber auch das große Problem, das Angehörige damit haben, die hier ihre Allerliebsten einfach nicht begleiten können. Ein weiterer großer Bereich ist die Arbeitsplatzproblematik. Zum einen die Bedrohung des Arbeitsplatzes, auch möglicherweise der Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch die Veränderungen des Arbeitsplatzes. Denn es wird so leicht dahingesagt, dann arbeitet man halt zu Hause. Nicht? Und es gibt ja heute alle technischen Möglichkeiten, das stimmt schon alles. Aber zum Beispiel verlieren die allermeisten Menschen ihre Tagesstruktur. Und wenn sie ihre Tagesstruktur verlieren, dann neigen sie dazu, dass sie viel zu viel arbeiten. Die meisten Arbeitgeber haben ja die Befürchtung, dass jetzt alle zu Hause nur herumliegen und gar nichts mehr machen. Wir wissen von vielen Berichten, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es hört die Arbeit quasi nicht auf. Und wenn man jetzt noch eine Frau hier vielleicht in den Fokus nimmt, die noch zusätzlich Kinder hat, die auch auf die noch aufpassen muss, die auch noch im Homeschooling sind und vielleicht auch noch jemanden pflegen muss, und das ist kein Einzelfall, dann ist es natürlich klar, dass es relativ rasch zu einer Überforderung kommen muss. Ein weiterer großer Bereich sind natürlich auch die Menschen, die schon psychische Krankheiten vorher gehabt haben, beziehungsweise massive psychosoziale Probleme gehabt haben. Denn die trifft es natürlich ganz besonders. Denn die sind dementsprechend vulnerabel, verletzlich. Manchmal auch haben sie schon solche Vorschädigungen, dass sie natürlich diese Krise ganz schwer kompensieren können. Und der größte Bereich ist der fünfte Bereich, mit dem wir uns beschäftigen müssen, und das ist der gesamte Beziehungsbereich. Und wenn ich jetzt von Beziehung spreche, dann habe ich natürlich die Partnerbeziehung als erstes im Auge, Ehebeziehungen, eheähnliche Beziehungen, aber es geht nicht nur darum, es geht auch um Freundesbeziehungen, es geht um Beziehungen am Arbeitsplatz, es geht um auch die Beziehungen in unserer Gesellschaft, die in Mitleidenschaft gezogen werden, in jedem Fall. Und zwar nicht, weil wir so schlecht mit Beziehungen umgehen können, sondern weil, wenn wir in Überforderungssituationen kommen, dann stellt sich ganz regelhaft ein Phänomen ein, dass wir reizbarer werden. Also Reize, die üblicherweise nicht dazu führen, dass wir aggressiv reagieren, sei es jetzt verbal aggressiv oder handlungsaggressiv, führen dazu, dass wir schon entsprechend aggressiv reagieren. Und je stärker wir überfordert sind, desto größer diese Chance. Und diese Reizbarkeit und Gereiztheit, die breitet sich sehr rasch aus. Wir wissen das alle, wenn wir jetzt mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammenkommen, der uns gegenüber gereizt ist, dann reagieren wir in der Regel auch gereizt zurück. Und damit kommt es zur Aufschaukelung und zu einer massiven Ausbreitung, die dann letztlich auch dahingehend münden kann, dass auch Gesellschaften
auseinanderbrechen können. Und genau dieses Gefahrenmoment, das kommt auf uns zu und dem müssen wir entgegenwirken. Also es geht nicht darum, genauso wie es eben jetzt schon die Frau Professor Juhin zuerst gesagt hat, nicht darum, nur die Spitze dieser Pyramide im Auge zu haben, sondern wir brauchen die Basis. Wir müssen in der Prävention tätig werden, wir müssen also versuchen zu verhindern, dass überhaupt Menschen in eine Situation kommen, dass sie massive psychosoziale Probleme haben. Da gibt es natürlich eine Reihe von Maßnahmen. Zum Ersten müssen wir natürlich die Informationen, die wir schon haben, auch das evidenzbasierte Wissen, das wir auf diesem Gebiet haben, zusammentragen, um eine entsprechende Beratung durchführen zu können. Das wird unsere Hauptaufgabe und erste Aufgabe im Beraterstab sein. Aber es wird auch unsere Aufgabe sein, hier Lösungsstrategien zu entwickeln und dann auch vorzustellen und vorzuschlagen, um eben zu verhindern, dass all die Folgen, die ich jetzt kurz skizziert habe, auch wirklich eintreffen. Worum es aber ganz besonders geht, und auch das ist schon angesprochen worden, ist, wir brauchen in dieser Erschöpfungsphase, und wir alle sind in einer Erschöpfungsphase, rufen wir uns nochmals in Erinnerung, wir sind in der zweiten Halbzeit, noch 10 Minuten ungefähr, da sind alle erschöpft, da brauchen wir Kraft. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was sind unsere Kraftquellen? Es gibt eine Fülle von Kraftquellen, von Ressourcen. Auch hier wurde es ja schon angesprochen, wir müssen uns um die bestehenden Ressourcen kümmern, die also schon vorhanden sind. Wir müssen nicht unbedingt alles neu erfinden. Es gibt genug Ressourcen, aber es gibt zwei Bereiche, wo wir ganz besonders viel Kraft schöpfen können. Und das eine ist der Bereich des Möglichen, wenn ich etwas für möglich halte, wenn ich also glaube, das kann ich schaffen. Ich selbst kann wirksam werden. Wir haben schon über die Selbstwirksamkeit gehört. Das ist etwas ganz Zentrales und das ist uns abhanden gekommen und dort müssen wir ansetzen, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn ich hier etwas mache, dann können wir gemeinsam diese Krise wirklich in den Griff bekommen. Es ist also meine Aktivität, die letztlich dazu führt, dass wir diese Partie in der Mannschaft gewinnen können. Und da gibt es eine Fülle von Aktivitäten, die wir setzen können. Ein sehr schönes Beispiel ist das Testen im Moment, wo Menschen das erste Mal wieder das Gefühl bekommen, wenn ich mich testen lasse, dann habe ich nicht nur einen gewissen Benefit, sondern ich habe zur Gesamtsituation etwas beigetragen. Und ich kann über diesen Weg letztlich es schaffen, gemeinsam diese Krise zu bewältigen. Und das zweite und der zweite große Bereich ist das Schöne. Das habe ich schon letzte Woche hier betont, aber ich möchte es gerne nochmals hier mit hereinbringen. Denn dieses Schöne, Lustvolle, Freudvolle, das gibt uns am allermeisten Kraft. Heute in der Früh haben wir so einen Tag erleben dürfen, wo die Sonne scheint, wenn endlich das Licht wieder aufgeht, nachdem wir ja die ganze Zeit so einen Nebel gehabt haben, der schon auch gewisse Schönheiten hat, aber wenn ich mir das aussuchen kann, dann bin ich immer für den Sonnenschein. Und dann die Perspektive Beraterstab. Und auch der Beraterstab und auch etwas Neues beginnen zu dürfen. Das ist etwas Wunderschönes, auch diese Möglichkeit zu bekommen, eben etwas Neues zu tun. Aber es geht auch darum, sich wieder bewegen zu können. Es geht auch darum, etwas Kulturelles erleben zu können. Dort, wo wir vorsichtig sein müssen, ist, dass wir nicht in eine Situation der Zwangsbedrückung kommen. Es geht also nicht darum, jetzt ein Rezept quasi der Bevölkerung zu geben, wenn du das alles brav machst, dann wird es dir gut gehen und dann wirst du kraftvoll sein. Sondern die Aufgabe wird sein, Möglichkeiten auszuloten, zur Verfügung zu stellen und jeder muss dann sein Schönes letztlich dort bedienen, wo es für ihn etwas Schönes ist. Denn was für den einen sehr schön ist, kann für den anderen ganz mühsam und furchtbar sein und umgekehrt. Wenn wir das alles schaffen, dann denke ich, haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass wir diese Partie gewinnen, vielleicht sogar ohne ins Nachspiel kommen zu müssen. Allerdings nur dann, wenn wir wirklich etwas dafür tun. Ich habe zuerst gesagt, ich bin sehr optimistisch, dass wir diese Partie gewinnen. Wir werden sie aber nicht gewinnen, indem wir uns einfach nur zurücklehnen und sagen, naja, der andere soll es tun, sondern jeder von uns kann etwas tun.
ganz egal in welchem Bereich, natürlich Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, natürlich Politiker, aber natürlich auch die Medien, die hier eine ganz wesentliche Rolle spielen, auch in der Stimmung in dieser Bevölkerung, auch in, wenn wir es schaffen, eine Aufbruchsstimmung zusammenzubringen, wenn wir es auch schaffen, wieder Schönes mit hereinzubringen. Ich weiß schon, Bad News or Good News, das ist ein klassischer Satz, aber Good News, a better news. Und ich denke, wenn wir dieses nützen, dann können wir wirklich für uns alle gemeinsam etwas schaffen, was wir nämlich alle wollen, nämlich wieder Hoffnung zu haben. Und Frau Professor hat es schon zuerst gesagt, die Hoffnung ist vielen heute abhanden gekommen und das brauchen wir. Wir brauchen diese Hoffnung, dass wir es gemeinsam schaffen können und ich bin ganz überzeugt davon, wir schaffen es gemeinsam. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Bitte sehr, Stefan. Ja, Sie haben angesprochen, dass es jetzt eben das Ziel ist, der Lösungsstrategien zu entwickeln. Gibt es da jetzt schon Pläne oder konkrete erste Ideen aus der heutigen Sitzung, wo Sie ein konkretes Beispiel nennen könnten? Und gibt es Zahlen zu den gestiegenen psychosozialen Problemen in der Pandemie? Eventuell auch zum Thema Suizide und an den Herrn Minister, bei den Plänen für einen Pass für Corona-Geimpfte und Genesene, da gibt es jetzt laut Standard und Krone Überlegungen Daten aus dem elektronischen Impfpass in der Gesundheitsakte ELGA mit dem EMS und über ins Bundesrechenzentrum zu spiegeln, wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe aus den Zeitungen. Was sagen Sie zu den Datenschutzbedenken, die es da jetzt gibt von Opposition und Stadt Wien? Und was sagen Sie zur Kritik an dem Umstand, dass die Gratis-Selbsttests aus den Apotheken für daheim nur an Personen abgegeben werden, die sich nicht von ELGA abgemeldet haben? Danke. Also zum Ersten, ich habe gesagt, dass wir 5 große Bereiche haben und natürlich können wir nicht alle 5 Bereiche gleichzeitig angehen und auch dort überall dementsprechend schon profunde Ergebnisse bieten. Wir haben uns jetzt vorgenommen, zuerst den Kinder- und Jugendbereich anzugehen, weil er ein sehr vordergründiger Bereich ist und wo dort auch die meisten Probleme jetzt einmal anstellen. Und da geht es zum Ersten darum, zu schauen, was gibt es alles schon, was ist schon alles untersucht worden. Da brauchen wir nicht sehr viel Zeit dafür, denn all die hier im Beraterstab mit tätig sind, haben diese Daten. Wir brauchen sie also quasi nur zusammenzuführen. Und dann wird man sich aber überlegen müssen, welche konkreten Strategien kann man hier angehen. Ich nehme ein Beispiel heraus und das ist die sportliche Betätigung von Jugendlichen nach der Schule oder außerhalb jetzt des üblichen Regelunterrichtes, egal ob das jetzt Oberstufe ist oder ob das auch Studium ist. Also es geht um sportliche Aktivitäten in Vereinen, auch die wieder dementsprechend möglich zu machen. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen, und dort haben wir ja die Möglichkeit, das auch sehr genau zu kontrollieren, dass die Maßnahmen von den Vereinen selbst kontrolliert werden, aber dass auch die Vereine gut kontrolliert werden, dass wir hier nicht etwas Unregelhaftes haben. Denn diese körperliche Betätigung der Jugendlichen ist nicht nur wichtig, damit sie halt auch ein bisschen Sport betreiben und halt körperlich in ein bisschen einen besseren Zustand kommen, sondern es ist auch für die psychische Entwicklung von größter Bedeutung und auch für die psychomotorische. Es gibt ja bestimmte Entwicklungsfenster und wenn wir in bestimmten Zeiten manches nicht erlernen und wenn das jetzt sich doch noch etwas ziehen wird und es wird sich noch etwas ziehen, dann kann es wirklich so sein, dass wir hier Menschen haben, die manche Fertigkeiten einfach nie mehr so erlernen können. Mit all den Folgen, die dann kommen. Also das wird unser erstes Thema sein, aber es wird sicher nicht nur um den Sport gehen, sondern es wird natürlich auch um Freizeitgestaltung gehen. Es wird auch darum gehen, wie können wir hier einen Zusammenhalt herstellen. Und da möchte ich schon eine Lanze auch für die Jugendlichen brechen. Jetzt wird ja heute immer wieder gesagt, naja, die gehen zu Corona-Partys und die machen nicht mit und Ähnliches. Wir wissen von Untersuchungen, weil Sie auch gefragt haben nach Zahlen, dass die Jugendlichen zu einem extrem hohen Anteil, ungefähr um die 70%, bereit sind, hier bei diesen Maßnahmen mitzumachen. Das mag für Sie ein bisschen gering erscheinen, aber ich komme aus einer Generation, wo wir
nicht einmal 10% zusammengebracht hätten. Denn wenn uns jemand etwas gesagt hat von oben, dann haben wir es schon deshalb nicht gemacht. Also wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Lage, diese Jugendlichen zu haben. Und wir müssen sie auch irgendwann einmal loben. Denn auch das Lob ist letztlich der beste Motivator, den wir haben. Ja, und mit dem Lob komme ich zu den zwei Fragen, die Sie gestellt haben an mich. Und zwar einerseits die Frage des grünen Passes, des sogenannten grünen Passes. Es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen. Das ist halt jetzt eingeführter Begriff auf Basis der Entscheidungen, die es in Israel gegeben hat, des dortigen Modells. Weltgesundheitsorganisation spricht von einem gelben Ticket, einer gelben Karte, Entschuldigung. Und gemeint ist bei allen dasselbe, nämlich ein Immunitätsnachweis, gleichgültig, ob das jetzt die Impfung oder eine bereits durchgestandene Erkrankung mit den entsprechenden Immunisierungen betrifft. Das soll in diesem grünen Pass dargestellt werden. Da muss man jetzt sehr unterscheiden zwischen der technischen Umsetzung und der Anwendung. Bei der technischen Umsetzung sind wir mitten im Arbeiten. Da geht es um drei große Herausforderungen. Das eine sind die rechtlichen Fragen, Datenschutzfragen. Das andere sind sehr, sehr spannende und wichtige ethische Fragen, ganz wichtig aus meiner Sicht, sehr ernst zu nehmen. Und der dritte Bereich, um den es auch geht, ist diese klassische technische Nutzerfreundlichkeit etc. Und daran wird gearbeitet in unserem Haus. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich auf Kritikpunkte, die da sind, auch auf Fragestellungen, die da sind, sehr offensiv eingehe. Das heißt, wir werden das auch miteinander noch intensiv bereden, nehmen die Kritikpunkte ernst. Der zweite Bereich, den ich allerdings für sensibler erachte, ist der Bereich der Anwendung. Über den müssen wir sehr präzise gesellschaftlich miteinander reden. Da sind manche Grundsatzentscheidungen auch drinnen, Fragestellungen, die noch offen sind. Auch sehr verfrüht im Übrigen der Diskurs ein bisschen, denn wir haben jetzt 4,5% Impfrate in Österreich und das bedeutet, dass wir über eine Situation sprechen, die sich frühestens dann stellt, wenn wir bei 50, 60, 70% sind, denn davor wäre das ja eine absolute Ungerechtigkeit und gar nicht aus meiner Sicht ein Thema ist es auch für niemanden. Das war auch Grundkonsens gestern auf europäischer Ebene, dass es erst dann ein Thema ist, wenn wir in einer ganz breiten Impfquote sind. Zweites Thema, was sich stellen wird, ist die Frage, wie gehe ich um mit Menschen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden konnten? Ein Beispiel. Viele Fragen, die sich da stellen. Das heißt, die Anwendungsfrage wird ein spannender Diskurs. Ich habe gestern schon mit ersten Parlamentariern auch Gespräche geführt, dass das ein gutes, wichtiges Thema auch für den parlamentarischen Diskurs sein würde, damit wir da eine gemeinsame gesellschaftliche Positionierung schaffen. Aber, wie gesagt, der technische Bereich ist in Vorbereitung und ist auf Kurs grundsätzlich. Das Zweite sind die ELGA-Daten. Sie haben angesprochen diesen Gratis-Selbsttest, der ja ab nächster Woche ausgerollt wird. Da schaffen wir im Übrigen, geflügeltes Wort ist, Pandemie ist Zeit, Druck und Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Da schaffen wir heute Nachmittag die rechtlichen Voraussetzungen dafür. Bundesratssitzung, die heute Nachmittag stattfindet, extra zu diesem Punkt im Wesentlichen einberufen wurde, damit wir diese Möglichkeit, dass Konsumentinnen, Bürgerinnen ihren eigenen Test von der Apotheke beziehen können, damit wir diese Möglichkeiten rechtlich rasch schaffen. Und Sie haben in der Beschreibung der Frage ja völlig richtig dargestellt, dass derzeit das über die ELGA-Karte geht. Und damit sind nicht alle, nämlich diejenigen vor allem, die sich befreien haben lassen, die das Opt-out gewählt haben, nicht inkludiert. Da versuchen wir in den nächsten zwei Wochen eine Lösung zustande zu bringen, Schritt für Schritt die noch bestehenden Lücken zu schließen, zu korrigieren. Da wird dran gearbeitet im Augenblick. Bitte sehr. Ja, ich habe drei Fragen, eine an jeden eigentlich, an den Herrn Dr. Muselek. Sie haben die Aggressivität und die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft auch angesprochen. Sind auch diese Anti-Corona-Demonstrationen, wie wir sie gesehen haben in den letzten Wochen, ein Symptom dafür und wie sollte man dem begegnen? An den Herrn Minister, die Corona-Ampelkommission empfiehlt jetzt, dass man eventuell geplante Öffnungsschritte unbedingt überdenken sollte aufgrund der Infektionslage. Wie wahrscheinlich oder wie sehr beeinflusst das denn die Chance, dass am Montag tatsächlich Öffnungsschritte gesetzt oder geplant werden können? Und daran anschließend auch an die Frau Dr. Juhn, Sie haben auch gerade eben
erklärt, dass gerade im Bereich Ruhe, Kunst und Kultur, die Eröffnung oder das Wiederzulassen von Kunst und Kultur sehr wichtig ist. Wie wichtig ist jetzt eben auf der anderen Seite, dass genau das auch zum Beispiel am Montag wieder beschlossen würde, eine Möglichkeit, diese Bereiche zu öffnen? Wer mag zuerst? Also generell ist es so, dass natürlich Kunst und Kultur ein wesentlicher Bereich sind. Es gibt auch andere Bereiche, die wesentlich sind für die Erholung. Was für uns wichtig ist, ist, ich kann immer nur aus meiner psychologischen Expertise sprechen. Das heißt, für politische Entscheidungen bin ich erstens mal nicht zuständig. Und zweitens ist es mir in der Pandemie immer wichtig gewesen und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, dass wir sehen, dass zu jeder Problemlage es verschiedene Expertisen gibt, aus virologischer Seite, aus wirtschaftlicher Seite, aus psychologischer Seite, aber auch noch von anderen Seiten. Und man muss sich alle diese Expertisen anschauen und dann einen Kompromiss bilden. Und das ist das Wesentliche, dass wirklich jede Seite gehört wird und dass man dann einen Kompromiss findet, der virologisch vertretbar ist. Und das ist auch so wichtig, dass das dann auch klar kommuniziert wird, weil die Bevölkerung muss es verstehen. Wenn man nur das Gefühl hat, es werden willkürlich irgendwelche Dinge beschlossen und ich weiß gar nicht warum und weshalb, dann ist es ganz schwer, das zu akzeptieren. Ja? Und vielleicht kurz zu dieser Frage, wie man mit den Anti-Corona-Gegnern umgeht. Also ich glaube, ernst nehmen. Und jedem eine Stimme geben. Also man muss mit den Leuten reden, man darf sie nicht für blöd hinstellen, sondern uns reicht es alle, wir haben alle die Schnauze voll vom Virus eigentlich. Ja? Aber oft wird dann die Aggression irgendwie umgeleitet in die Entscheidungsträger oder sonst wohin, aber eigentlich gilt unsere Aggression dem Virus selbst. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Dann tue ich weiter. Montag der erste Tag, wo wieder einmal die Würfel fallen für die nächsten Wochen. Bekannte Aufstellung, viele Expertinnen, Experten, die am Vormittag da sein werden. Dann Landeshauptleute, wir werden mit der Opposition und mit den Parlamentsfraktionen das Gespräch führen. Ich glaube, das hat sich sehr bewährt, dass wir das wieder jetzt auf deutlich breitere Ebene stellen. Das ist wichtig, dass auch ein breites Tragen, du kannst nie hundertprozentig alle dafür gewinnen in dieser Situation, aber je breiter es getragen wird, das Prozedere, desto besser. Wir haben die Situation, dass wir steigende Zahlen haben, das ist bekannt. Wir haben jetzt die Phase, dass es eine sehr professionelle Analyse der Experten und Expertinnen in Vorbereitung der Montagssitzung gibt, denn das ist für mich persönlich ist das absolut Entscheidende, aus den unterschiedlichen Bereichen auch, wie es gesagt wurde. Die Analyse der Fachleute im Bereich der Virologie geht derzeit in die Richtung, warum haben wir diese steigenden Zahlen im Augenblick? Da gibt es ja zwei mögliche Zugänge. Einerseits dieser Mutationsdruck, von dem ich gesprochen habe. Andererseits wird es bis zu einem gewissen Teil auch diese steigende Zahl der Testungen sein. Und in diesen nächsten zwei Tagen am Wochenende wird genau dieser Bereich, wie gewichtet sich das, wie ist das Größenverhältnis, ist es mehrheitlich die Testung, haben wir keine große Problematik, ist es der Mutationsdruck, haben wir ein großes Thema. Das wird am Wochenende präzis versucht auch auseinanderzurechnen, was gar nicht so einfach ist. Und die Ampelkommission war eine erste wissenschaftliche, sehr profunde Analyse. Ich schätze die Fachexpertinnen der Ampelkommission sehr. Und sie haben, wenn man sich ihre Stellungnahme genau ansieht, ja im Wesentlichen gesagt, beunruhigende Steigerungen, erstens. Zweitens genau diese Frage, nämlich Gewichtung, warum ist das so, anschauen und sollte es weiter drastisch nach oben gehen und exponentiell werden, was wir nicht hoffen, dann müsste man auch die Notbremse in meiner Sprache jetzt formuliert ziehen. Aber es wurde auch gesagt, das beginnt bei rund 200 Sieben-Tages-Inzidenten. Da sind wir jetzt doch ein gehöriges Stück weit weg davon. Aber man muss das sehr, sehr ernst nehmen. Und ich habe es auch für interessant empfunden, und das entspricht auch absolut meiner Meinung, dass man, wenn man etwas zurücknehmen würde, falls, das ist der Konjunktiv bitte, dann sollte man auf jeden Fall besonders sorgsam mit dem Bildungsbereich, mit den Schulen umgehen. Halte das für eine gute Analyse, aber jetzt muss einmal geklärt werden am Wochenende, was ist die Hauptursache von diesen Steigerungen und davon wird auch sehr stark der Sitzungsverlauf und die Entscheidung am Montag abhängig sein.
Konkret zu Ihrer Frage, wir leben in einer Zeit des Entweder-Oder. Also das heißt, entweder man ist ein Befürworter der Maßnahmen oder man ist ein Gegner der Maßnahmen. Und ich denke, da liegt auch das ganz große Problem drinnen, denn da kann man nicht ins Gespräch miteinander kommen. Es gibt schon eine Reihe von Argumenten, wo man die eine oder andere Maßnahme hinterfragen kann und möglicherweise auch hinterfragen soll. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele gute Argumente, dass diese Maßnahmen gesetzt sind. Sie sind ja nicht aus Jux und Tollerei gesetzt worden. Das heißt, man muss einfach miteinander, wie schon gesagt worden ist, ins Gespräch kommen. Aber es muss uns auch klar sein, dass wenn wir zu einem Kompromiss kommen oder auch zu einer kritischen Betrachtung der einen oder der anderen Seite kommen, dass das nicht so etwas Graues ist dazwischen. Wir haben so ein Schwarz-Weiß-Denken. Auf der einen Seite ist es weiß, das sind die Guten, und auf der anderen Seite ist es schwarz, das sind die Schlechten. Und dann glauben wir, der Kompromiss sind so Grautöne. Und wer von uns möchte schon Grautöne? Aber wenn wir es genau betrachten, dann sind alle Farben zwischen Schwarz und Weiß. Ja, und genau darum geht es. Wir brauchen einfach auch diese Färbigkeit. Und das heißt nicht, dass man mit allen einverstanden ist, sondern es braucht eine Verhältnismäßigkeit. Und das wird auch eine ganz wesentliche Aufgabe dieses Beraterstabes sein, hier auch zur Verhältnismäßigkeit beizutragen. Natürlich ist es die Entscheidung der Politik, der Handelnden in unserem Land, dann zu sagen, so nach Abwägung all dessen, was ich jetzt gehört habe, ist das der beste Weg. Wir werden Maßnahmen brauchen, ohne dem kommen wir einfach nicht aus, denn das Virus lässt uns nicht aus, nur weil wir so tun, wie wenn es nicht da wäre. Auf der anderen Seite haben diese Maßnahmen Nebenwirkungen und die müssen wir abschätzen, denn genau das ist auch die Aufgabe eines Arztes. Es ist relativ einfach für einen Arzt, das richtige Medikament zu finden. Die meisten glauben, das ist die Hauptaufgabe des Arztes. Das ist nicht die Hauptaufgabe des Arztes. Das kann eine Maschine vielleicht sogar besser. Aber es abzuschätzen, ein Medikament zu verabreichen mit Nebenwirkungen, was kann ich in Kauf nehmen, um eben einen guten Erfolg zu erzielen, und was kann ich aber nicht in Kauf nehmen, um diesen Erfolg zu erzielen, das ist die eigentliche Aufgabe. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns um die psychosozialen Auswirkungen kümmern. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Oh, das ist, kommt beide. Es ist überhaupt keine, ja, beide, bitte, ja. Ich möchte gerne was hinterfragen, Herr Minister. Jetzt haben wir diese Pandemie seit einem Jahr. Es gibt viele Kinder und Jugendliche, es wurde schon angesprochen, mit Problemen, also psychischen Problemen, die bis zu Suizidgedanken hinreichen. Kommt dieser Expertenberaterstab da nicht ein bisschen spät, vielleicht auch nach einem Jahr erst? Die zweite Frage wäre, das gab schon vor Corona sehr wenig oder zu wenige Betreuungsplätze für Kinder und Jugendliche auf den Psychiatrien. Hätte man da nicht schon vorher auch vielleicht was machen, quasi vorher machen müssen, dann hätten wir jetzt vielleicht auch weniger Probleme, sage ich mal. Und noch eine anschließende Frage an den Kollegen wegen Elga. Es gab mal diese Bestimmung, also dass es eine Gleichstellungsbestimmung gab. Warum hat man diesen Pfad jetzt verlassen, eben in Bezug auf das Leute, die sich abgemeldet haben, diese Schnelltests in der Apotheke nicht bekommen können? Sind alle bei mir, diese Fragen, gell? Okay. Gut. Beginnen wir mit der ersten Grundsatzfrage, die ich für besonders wichtig erachte, die Sie gestellt haben, nämlich die Fragestellung, warum jetzt gerade. Ich habe es eh versucht, am Beginn kurz in die Einleitung zu verpacken, nämlich natürlich haben wir psychosoziale Fragen immer als Teil auch des virologischen Beraterstabs gehabt. Wir haben dort Spezialisten, die mit dabei sind, die hier ihre Positionierungen, ihr Fach-Know-how, ihre Kompetenzen mit einbringen. Wir haben aber gemerkt, dass es zunehmend, ich glaube, es ist so formuliert worden vom Vorsitzenden des Beraterstabs, dass man Belastungssituationen über einige Zeit ganz gut verkraften kann, dass es aber mit der Dauer zu diesem Problem kommt, wenn man dauerhaft damit konfrontiert ist. Und da sind wir jetzt in dieser Situation. Und deswegen wollen wir aus einem wichtigen Thema einen zentralen Schwerpunkt machen in dieser Situation,
um noch aktiver als bisher, noch präziser, noch stärker in den Mittelpunkt gerückt, auch in unserer Arbeit selbst, darauf reagieren zu können. Heißt einerseits im Bereich von Akutbetroffenen zu handeln, mit Angeboten, mit Maßnahmen, aber auch, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Sie haben es mit den 5 Stufen der Pyramide, Lernprozess für mich heute gewesen, sehr gut am Punkt gebracht, finde ich, auch, ich nenne es einmal, als Präventionsmaßnahme für die gesamte Gesellschaft mitgedacht, Maßnahmen, Initiativen vorzubereiten. Und das geht hin bis zur Stimmungsfrage. Wie gehen wir diese Frage an? Fühlen wir uns ohnmächtig in dieser Situation? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es für den Einzelnen oder für die Einzelne? Also aus meiner Sicht eine sehr logische Entwicklung, die wir da realisieren. Und ich freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit. Ich habe das schon heute in der Früh sehr, sehr genossen. Der zweite Punkt ist die Klausel. Also wir versuchen wirklich bestmöglich alles, was rechtlich machbar ist, im Bereich der jetzigen Regelungen zu nutzen, damit möglichst jeder und jede einen Zugang hat zu diesen Selbsttests. Denn die sind zwar nicht teuer, aber es ist ein wichtiges Signal und ein wichtiges Symbol, dass wir die Bevölkerung einladen, die auch zu benutzen, so wie ja auch die anderen Testungsmöglichkeiten gratis sind. Die Republik investiert da sehr, sehr viel Geld für diese Gratistests. Sie können sich das vorstellen bei durchschnittlich 250.000 Tests am Tag. Aber das ist extrem gut investiertes Geld, weil es eine Präventionsmaßnahme, eine Maßnahme gegen die Pandemie im unmittelbaren Sinn ist und auch eine Maßnahme, wo es Einzelner selbst einen Beitrag leisten kann. Also wir versuchen, wie schon vorher gesagt, in den nächsten 2 Wochen diese Lücken, die noch da sind, auch zu schließen. In Bezug auf den Suizid kann ich Ihnen berichten, Gott sei Dank im Moment, dass die Zahlen noch nicht hinaufgehen. Wir haben in Wien ein monatliches Monitoring und da sehen wir noch keine Zuwachsraten. Das ist auch nicht verwunderlich. Wir wissen von anderen Krisen, dass das leider sich noch einstellen wird. Zumindest wie hoch es ist, das werden wir jetzt noch nicht, können wir nicht prognostizieren. Aber üblicherweise braucht es ein Jahr bis eineinhalb nach einer Krise, dass dann wirklich diese massiven Anstiege in Bezug auf den Suizid hier sind. Natürlich kann man immer sagen, alles wäre noch früher noch auch besser gewesen. Ich möchte aber schon dazu sagen, dass gerade jetzt, wo eben diese länger dauernde Belastung da ist, wo diese Erschöpfungsphase eintritt, wir es ganz besonders brauchen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe auch viele Kontakte in Europa und auch darüber hinaus in andere Länder im psychosozialen Bereich. Und da haben wir Gott sei Dank und Dank hier auch an Sie eine Vorreiterrolle. Also wir sind hier in einer Form aufgestellt, wo das in anderen Ländern noch nicht so ist und auch dort daran gearbeitet wird, dass Sie etwas Ähnliches installieren wollen. Einrichtungen hätte ich noch gefragt, hätte man, es wäre schon vor der Krise Kinder- zu wenig. Und Jugendpsychiatrie waren, genau. Ja. Genau, das habe ich noch nicht beantwortet, völlig richtig. Ja, der Chef, der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH ist ja auch Teil des Beraterstabs. Der bringt sich da genauso wie alle anderen Mitglieder des Beraterstabs sehr offensiv ein. Wir haben ja auch symbolisiert ja das neue Gebäude auch, bei dem ich im Herbst dabei sein durfte und es auch sehr schätzen konnte. Da ist ja einiges investiert worden. Das, wo wir das Thema derzeit haben, sind die Fachärztinnen und Fachärzte in diesem Bereich. Daran wird seit einigen Jahren gearbeitet, das aufzustocken. Aber du kannst nicht mitten in der Krise sozusagen da einen ganz großen Wurf jetzt, was die Zahl der Fachärzte und Fachärztinnen betrifft, realisieren. Es ist heute im Beraterstab auch die Aussage gekommen, diese Reparatur, was die Zahl der Fachärzte betrifft, die ist so kurzfristig nicht möglich. Und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt sich ganz stark auf die Prävention zu konzentrieren, damit wir die Ursachen sozusagen in den Griff kriegen. Und auch eine interessante Aussage, ist noch zu wenig signifikant nach dieser kurzen Zeit, aber die Fachexperten haben uns heute auch gesagt, erste positive Wirkungen der Schulöffnungen sind spürbar. Meine Frage knüpft eher ein bisschen an, wo der Kollege gerade gefragt hat. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war kurz vor der Pandemie, an einem Bericht im Report. Sie waren auch dort, wo es ging um fehlende Therapieplätze für Kinder, zu wenig Kassen,
Psychiater für Kinder, all diese Dinge, zu wenig Kinderärzte für Kinder. Jetzt wäre meine Frage, da ja Krisen, wie wir gerade gehört haben, auch eine Chance sind und Sie damals auch gesagt haben, es ist Ihnen ein großes Anliegen, da schnell auch etwas zu ändern. Möchten Sie diese Chance auch nützen? Natürlich muss man da Geld in die Hand nehmen, gerade diese Bereiche jetzt wirklich dann auch auszubauen, mehr Angebote zu schaffen für Kinder, was jetzt egal, psychische oder motorische Fähigkeiten, was auch immer. Also die Antwort ist ganz einfach, ein eindeutiges Ja. Erstens. Zweitens, das Entscheidende sind aus meiner Sicht nicht die finanziellen Ressourcen, sondern die personellen Möglichkeiten, die da sind. Und die kann ich nicht kurzfristig schaffen. Aber da versuchen wir, die Weichenstellungen, Stichwort Ausbildung etc. hinzukriegen und zu verbessern und zu optimieren. Und genau das, Schwerpunkt 1, Kinder und Jugendliche, wird ja auch mit ein zentrales Thema des Beraterstabs sein, da auch Vorschläge zu machen, wie wir uns da weiter verbessern können. Denn Sie haben mit der Formulierung das sehr genau getroffen, was ich mir denke, nämlich diese Krise zeigt uns ja auch in manchen Bereichen, wo wir einen besonderen Handlungsbedarf haben. Nicht erst seit Beginn der Krise, sondern sie macht vieles sichtbarer, was ohne dies ein Thema und teilweise ein Problem wie dieser Bereich gewesen ist. Ich kann mich auch an diese Reports genau erinnern, das war Mitte Februar, hätte ich jetzt einmal geschätzt, knapp vor Ausbruch der Pandemie auch bei uns in Österreich. Und das müssen wir mitnehmen, das heißt, das was auch die Frau Professorin so schön formuliert hat, nämlich auch dieses Fehlerbewusstsein und diese Qualität im Umgang mit Fehlern. Wo haben wir noch Baustellen, wo haben wir Probleme, was gelingt vielleicht noch nicht optimal? Auch da müssen wir uns hinstellen und nicht erst am Schluss der Krise, sondern auch jetzt immer wieder sagen, okay, da haben wir noch ein Thema, da haben wir ein Problem, wie lösen wir das? Und der Beraterstab, da bin ich absolut zuversichtlich, wird da gute Vorschläge machen. Aber bitte nicht glauben, dass wir die personellen Ressourcen innerhalb von Wochen ändern können. Vielen herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe nein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ah, da ist noch eine Frage. Gut, bitte sehr. Eine kurze Frage, Herr Minister. Warum nehmen Sie das als psychosoziale Prävention? Ich würde sagen, wir eigentlich reden über psychosoziale Krise, oder? Naja, psychosoziale Krise, psychosoziale Erkrankungen, psychosoziale Gesundheit, psychosoziale Vorsorge, das ist ja nicht zu unterscheiden in Wirklichkeit. Ich glaube, es geht um die psychosoziale Gesundheit in diesem Land und um Schritte, die in einer Krisensituation, wo der Druck auf viele groß ist, wo eben diese Erschöpfung da ist, die zu verbessern und da Gegenmaßnahmen zu realisieren und zu verankern. Und genau darum geht es, das zu finden in diesem Beraterstab, zu wissen, noch stärker das in den Mittelpunkt zu stellen, was zu tun ist und das auch konsequent umzusetzen. Und auch bei Entscheidungen diese Fragen mit einbeziehen. Ja, das ist auch eine Aufgabe natürlich des Beraterstabs, uns zu sagen, okay, Vorsicht, Ende des Tages haben eben wir die Verantwortung, das entscheiden zu müssen. Aber ein Beraterstab oder Beraterstäbe legen einfach ihre Empfehlungen vor. Und das ist für uns in der Politik extrem wichtig, Entscheidungen auf Basis fachlich profunder Vorschläge und Empfehlungen durchzuführen. Gut, dann bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank bei allen, die zugeschaut haben. Vielen herzlichen Dank bei den Journalistinnen, die hier sind und Fragen stellen. Und natürlich beim Podium. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und einen guten Wochenausklang.